Sports. It's in the game. Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Partie. Wir spielen heute Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Und ich habe gerade eine SMS gekriegt. Das war der Dambo. Dann werde ich dem gleich noch antworten. Immer wenn ich aufnehme, schreibt er mir. Aber es kann doch sein, weil ich ihm vorher irgendwie schreibe. Wir sehen die Aufstellung. Was soll ich denn hier machen? Ach so. Okay, getroffen. Yay. Irgendwie scheint es mir ziemlich leise zu sein. Aber es kann mich, ich kann mich da auch täuschen. Ich guck mal ganz kurz. Eine Sekunde. Damit wir hier das kurz unterbrechen. Irgendwie habe ich eine Soundeinstellung irgendwas verstellt? Oh ja, gleich viel besser. Oh ja. die Bremer heute als unsere Gegner. Das heißt, es wird ein harter Brocken. Sehr schön. Weiterlaufen. Weiter. Lauf hoch. Zu viel erwartet von meinem Können. Da muss... Ich weiß gar nicht, wen haben sie im Tor? Das habe ich gerade nicht gesehen. Ich denke, die haben Milets da im Tor. Kann mich aber auch täuschen, falls sie was, sich eine Verstärkung geholt haben sollten. Und... Ui. Wow. Ui. Sehr schön gehalten. Und wo geht der Ball hin? Ja, kein Problem für die Dudes. Was mache ich denn da? Ei! Ich versuche immer den Ball zu klären mit ganz normalen Schüsschen. Das ist vielleicht ein... Also mit einem Pass. Oh! Da geht Bremen in Führung. Und es ist extrem laut in meinem Ohr, weil ich hier mit Kopfhörern, also In-Ears, spiele. Und die haben keine Regler. Eine Straße, viele Bäume, ja, das ist eine Allee. Och, abgewehrt. Gut, wir müssen jetzt hier aufpassen, wir müssen konzentrieren, wir müssen die Ruhe bewahren. Eingeworfen, schön weit. Sehr gut. Und weiter. Warum läuft Martins nicht mit? Ah, schade. Okay, da muss ich mich noch ein bisschen mit einspielen. Ich habe heute noch nicht, glaube ich, gespielt. Doch, heute Morgen habe ich gespielt, aber das war Ultimate Team und da war ich richtig schlecht. Da war ich nur am Rumragen. Ah, abseits. Da bleibt er da vor dem Stehen. Das kann man doch nicht machen. Ist doch dann ganz klar, dass wir da abseits gepfiffen bekommen. Oh. Schon wieder. Die Gegner passen richtig gut aus, auf. Schön gemacht. Sehr gut. Und ab nach vorne. Schön, Maicon. Ja, ich habe das nicht richtig überblickt. Das war auch ein Tick zu spät. Wo habe ich dann da hingeschossen? Das war Inui. Sehr schön, aber da war ich
leider zu nervös. 24 Minuten gespielt, wir liegen 1:0 zurück. Die Bremer. Eigentlich eine gute, starke Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie die bisher gespielt haben in der Saison. Ich habe noch nicht... Uch. Ich habe mich da noch nicht so irgendwie drauf konzentriert, könnte man sagen. Ich müsste mir mal so ein Sky-Abo oder sowas holen, damit ich ein bisschen regelmäßiger zum Fußball gucken komme. Weil irgendwie schaffe ich das eigentlich sonst nicht. Ich müsste das ja dann ja, irgendwo in einer Sportsbar oder so gucken. Ah, oh, schade. Inui. Yeah. Ah, Martins wäre richtig gut gerade gekommen. Ja, ach komm. Verdammte Axt. Da regen sie sich auf, selbstverständlich. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, wer wirklich im Tor steht. Ah, Mist. Was war denn das? Wurden wir da umgeschlagen? Ja, also bisher noch kein Stich für uns. Wir spielen hier Skat. Oder irgendein anderes Spiel, wo man Stich landen kann. Ihr wisst, was ich meine, nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Trademark. Oh, sehr gut. Okay. Ah, wieso kommen die denn immer an den Ball ran? Ich verstehe das nicht. Das habe ich auch ganz stark das Problem beim Online-Spiel. Ich komme nie an den Ball ran. Der Gegner kann mir immer so schnell den Ball abluchsen. Da ist ein ganz großes Defizit bei mir. Da versuche ich das noch mit einer Grätsche. Da steht Martins ganz ungünstig und ich passe trotzdem. Fritz. Fritz kommt da durch. Fritz tankt sich durch. Aber trotzdem, Arnautovic kann den Ball nicht an Trapp vorbei schießen. Sehr schön, Inui. Ein ganz wichtiger Mann bei uns im Team. Eigentlich genau wie Martins. Ein ganz wichtiger Bursche. Es war kein Abseits. Ey! Alter Schwede. Also das ist doch wohl jetzt hier nicht mehr Körpereinsatz. Das ist doch ein grobes Foul. Im Strafraum werden wir da umgekickt. Also das ist doch in den Körper gegangen. Heftiger Bodycheck. Das war kein Körpereinsatz mehr. Also hätte man auch gerne mal Elfer pfeifen können. Schiedsrichter hat es natürlich nicht so gesehen. Aber der Schiedsrichter ist ja auch nur eine CPU. Und der sieht manches Mal ganz komische Sachen. Sehr schön. Pam! Maikon! Schießt die Pille! Zu 1. Wunderbar. Der Ausgleich. Aber die Bremer geben nicht auf. Sie machen jetzt nochmal extra Druck. Oh! Das gibt's ja nicht! Fällt er da hin von alleine oder was? Also ich bin hier ein wenig am Verzweifeln.
Das Spiel ist sehr rau. Meine Leute fallen alle hin. Und jetzt auch noch angeblich ein Foul von mir. Ja, nee, ist klar. Oder was? Ach, das kann er mir doch nicht erzählen. Also ich werde die ganze Zeit hier umgeboxt. Was ist denn das? Hier 50 Bremer schon zur Stelle. Also da hätte mal Ekici eine richtig reinhauen müssen. Damit sich das hier auch mal lohnt. Sehr gut gemacht, die Verteidigung pennt. Wenigstens pente, wenigstens hat unser Torwart nicht gepennt. So, pente. Also jetzt muss ich hier auch ein bisschen aggressiver spielen. Und das sehen wir dann, wenn ich grätsche. Schön. Rapante! Was? 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 Achso, ich dachte schon. Meine Güte. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich ein grobes Foul gesehen. Man kann kurz ausruhen. Schön. Souverän links unten in die Ecke geknallt. Ich habe nicht gesehen, was da das böse Foul war. Ich hätte jetzt eigentlich noch auf, wenn sogar Vorteil, weiter getippt. Weil schlimm war da eigentlich nichts. Na, wie dem auch sei, 2:1 jetzt für uns. Das Spiel nochmal gedreht. Die Bremer ganz stark. Von deren Spielweise kann man sagen, sie versuchen trotzdem noch weiter aufs Tor zu gehen. Also man sieht, dass sie nicht jetzt sich damit abfinden. Martins, der zieht jetzt hier schön ab nach vorne. Oh, schade. Da hätte ich vielleicht mal probieren sollen, den angeschnittenen Schuss, aber in der Situation war das für mich gar nicht so einfach. Teammanagement, Kader, wir schauen mal, wen können wir reinbringen? Was, wie sieht denn das bei dem Kittel aus? Verbessert der sich jetzt auch schon mal so langsam? Wollen wir mal Hoffer reinbringen? Martins ist zwar noch super fit. Ich müsste vielleicht auch mal Kamehameha und Ocean mal reinbringen. Die habe ich komplett schon komplett verdrängt. Ich bin gerade noch mal gucken, wer ist hier? Maikon ist nicht so frisch. Bringen wir mal den Kittel rein. Ah, er kann es auch nicht verstehen, wo mir jetzt ausgewechselt wird, aber so. Bitte weiter. Tudelüt. Draxler. Hui. Mielitz, ja, eindeutig Mielitz im Tor. Das habe ich jetzt auch gelesen. Kittel kam schon angerannt, glaube ich. Aigner. Ah, da wollte ich einfach mal raufknallen. Elia, richtig schneller Fuchs. Und auch technisch, glaube ich, ganz stark. Trapp hält den Ball souverän. Fängt er da die Flanke ab. Schade eigentlich. Können die Bremer jetzt nochmal zurückkommen? Also wir machen natürlich auch nicht Druck von schlechten Eltern. Zack, erstmal hier locker durchspielen. Ganz schön weit der Pass, der wäre online schon dreimal abgefangen worden. Das war zu optimistisch. Jetzt bloß keine Fehler machen.
Oh, solche Dinger zum Beispiel. Gleich ab nach vorne. Bam, badam. Ich versuche mich gerade zu beherrschen. Weil das ist schon sehr harte Gangart hier. Sehr gut. Schön, jetzt mal hier über die andere Seite. Inui. Kann man sich da eine anbieten? Nein, ich habe es nicht hingekriegt, den Ball da zu verwerten. Die Verwurstungsrate von mir ist manchmal nicht ganz so gut. Und auch sowas hier darf man eigentlich nicht machen. 2:1, noch ein paar Minuten werden gespielt. Jetzt aufpassen, jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Jetzt nichts! Okay. Abstoß, 7 Minuten noch. Plus natürlich etwaige Nachspielzeit. Ganz schlecht. Oh. Mit einem schönen Trick. Aber die Flanke geht dann doch ein bisschen sehr blöde rüber. Beziehungsweise geht gar nicht erst Richtung Spieler, sondern gleich ins Aus. Oh! Was für ein dämlicher Rückpass. Oder dämlicher Fehlpass, besser gesagt. Auch das war nicht gerade von bester... Huch! Das war gar nicht so gut. So, Teammanagement. Müssen immer darauf achten, auszuwechseln. Hier sehen wir Aigner. Da bringen wir hier Rode rein. Und für Inui sag ich mal Matmur. Alle können wir natürlich nicht auswechseln, aber das ist auch gar nicht so wild. Nochmal hier in letzter Minute ein bisschen Zeit gewinnen, obwohl das hier ja wahrscheinlich nicht viel bringt. Man macht das ja in der Liga eigentlich so, wenn man noch Auswechseln übrig hat und ein bisschen Zeit gewinnen will, dass man dann nochmal seine Auswechseln bringt und... Kein Problem hier für uns. Draxler läuft auf dem Zahnfleisch. Schade. Nein. Oh nein. Ah, Behinderung. Jetzt, wo ich ihn nicht anspielen wollte, kriege ich den Pass dahin. Schade eigentlich. Zweimal habe ich versucht, ihn anzuspielen. Ich weiß nicht, wer das war. Kittel wahrscheinlich. Aber Michael Nete heute mit 2 Toren. Auf jeden Fall verdient. Man of the Match vermute ich mal. Ja. Der Spieler des Tages ist Arnautovic. Interessant. Okay, machen wir weiter. Dann sehen wir die weiteren Ergebnisse. Huch. Nationalofferte. Wir würden wissen, ob sie Interesse und Zeit hätten, die Nationalmannschaft von Ungarn zu übernehmen. Im Anhang, blab. Nö, Ungarn möchte ich auch nicht. So, zack. Danke, dass ich spielen durfte, Trainer. Ich war mir sicher, dass ich heute von unserer Mannschaft etwas erreichen kann. Und da muss ich doch nochmal Saisonstatistik, Vereinswettbewerb, Bundesliga, Tabelle. Und wir haben es sogar geschafft, auf den ersten Platz zu kommen. Das wird ja einige unter uns echt erfreuen. Ja. Aber ich werde hier mal weitermachen. Dudes weist Umgangsangebot Avancen ab. Wolfsburg, den Trainer. Unsicher. Transferfusch. mögliche Nationaltrainerposten. Im Moment sieht es so aus, als würden einige Nationalmannschaften in den nächsten Monaten einen neuen Trainer einstellen wollen. Ich habe mich mit einigen Vertretern getroffen und es besteht definitiv ein großes Interesse, Ihnen den Posten anzubieten. Unten finden Sie eine Liste. Teams sehen Sie wahrscheinlich zwar Peru, Bolivien. Ah ja. Okay, das nächste Mal geht's gegen Wolfsburg und ja, wir hoffen natürlich, dass es auch gegen Wolfsburg wieder mit ein paar Pünktchen klappt.
Kann natürlich auch manchmal schief gehen. Wie auch immer, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!